Ein herzliches Willkommen hier zurück aus England und zwar bei Lincoln City gegen Sturm Graz mit dem Fangamer. Grüß euch. Wo es wieder mal heißt, erste Liga gegen zweite Liga. Ah, das war wichtig. Ja, zweiter Platz Lincoln City derzeit am Aufstiegsplatz in der zweiten Liga. Ja, Sturm Graz, die bewegen sich genau in der Mitte. Relegation, oder? Ja, Relegation. Aufstiegsplatz. Nenne ich das jetzt so. Okay. Aber Relegation. Du willst also eine ganz korrekt haben. Entschuldigung. Ja, Sturm Graz befindet sich am sechsten Platz. Beide haben noch keine Liga-Niederlage. Aber beide haben auch noch nicht so viel in der Liga gespielt. Ja, und du wolltest doch noch was verkünden, oder? Ja. Fahre ich dir da in die Parade jetzt? Na, fast mal gar nicht. Nämlich, der Hartberg-Trainer wollte nicht bis zum nächsten Match warten mit dem. Er wollte, dass er mich gleich alles verkünden. Wird auch unter dem Video dann sicher auch noch ein Kommentar persönlich vom Trainer stehen. Denn er hat gewusst, es ist eine schwierige Aufgabe, Celtic, und klar haben wir alle nicht unbedingt mit dem Aufstieg gerechnet. Aber für manche Leistungen mancher Spieler möchte er sich entschuldigen und da wird gleich hart ausgefahren. Nämlich Kapitänsumänderung gibt es ab sofort. Rasswalder verliert die Schleife, die wird sofort abgegeben an Tadic. Oha. Und noch dazu kommt, dass Geisler mal für die nächsten zwei Spiele auf der Reservebank sitzt. Diese Leistung hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und er wollte das jetzt strikt durchziehen. Wollte, dass man das gleich den Hartberg-Teil verkündet. Und natürlich ist jetzt auch dann in der Liga ein neues Ziel angerückt. Das vom Trainer, das Ziel Abstiegskampf, mit dem will man jetzt nichts mehr zu tun haben, wenn man im Kampf um den Cup nicht mehr dabei ist. Da muss jetzt schon der Mittelfeldrang her, nachdem man sich da jetzt voll konzentrieren kann auf die Liga. Gut, das war's eigentlich schon. Sonst wollte ich nichts dazu sagen. Das wollte er unbedingt, dass ich das loswerde. Nur wollte ich im letzten Spiel, nachdem das auch ein Trainerduell, nicht dazwischen reden über andere Trainer. Aber dachte ich, mir das für die Partie auf. Ja, sehr löblich. Das sind harte Ansagen, aber vielleicht muss man hier zur rechten Zeit die Bremse ziehen. Oh, Rebel lang geknallt. Scheißen, Alter. 20 Minuten nichts gesehen, Alter. Oh. Wirklich, da hat man 20 Minuten nichts von Sturm gesehen und einmal vor dem Tor, bam. Ja, eiskalt von Rebic gemacht hier. Gefährlicher Rückpass. Ja. Ja, Kinder, das ist so Lincoln City Wunderkind, kann man es nennen. Oder was sagst du dazu? Ja, das glaube ich auch eigentlich nicht bekannt gewesen. Du, das war ein Ver- oh. Wir setzen einen drauf. Ja, aber ohne Deckung da einfach drauf geballert. Ja, das ist ein Stürmer. Normalerweise müssen jetzt zwei Leute ausgewechselt werden, verletzungsbedingt. Oh. Oh, schön. Oh. Sehr schön direkt genommen. Den habe ich schon fast drin gesehen. Ja, überraschend spielt hier Lincoln City gut mit gegen Sturm.
Ja, die Engels sind auch eben gut in der. Haben die Rangers besiegt. Alter. Oh, Groh zurück. Ja, aber auf sowas darf man sich natürlich nicht einlassen. Dann glaube ich, haben sie unentschieden auch einmal gespielt, kann das sein? Oh, zu weit vorgelegt. Vielleicht holt man einfach was. Alter, warst nicht Boah, mal irgendwas da hast du angezeigt? nichts gegeben. Alter. Ja, Hurricane, eine Legende schon fast. Oh. Chinelli. Aber dachte, okay, da geht eh drüber, aber dass der dann hinten noch nachkommt, mit denen habe ich jetzt selber nicht gerechnet, mit Chinelli. Ja, aber man muss sagen, Sturm konzentriert sich jetzt wirklich nur auf dieses Konterspiel eigentlich, auf dieses schnelle Umschalten. Und dann muss es aber zack, zack gehen. Und jetzt ist er am Ball. Ah, Kinder. Na, aber der war auch nichts. Oh. Ist er nervös gewesen. Alter. Ja, verstecken braucht man sich aber trotzdem nicht. Nein. Gutes Match. Lincoln City eindeutig mehr Spielanteil. Puh. Ballbesitz ist aber gleich. Aber ich habe von den Chancen. So, der Kevin muss ran. Einen Wechsel gibt es jetzt hier bei Lincoln City. Sturm bleibt so. Alter. Ja, Puh. Absatz. Läuft. Der Pass war Arsch. Der Pass war gut. Gut dazwischen. Ah, oh, der war nicht Das gut. war Absatz. Arsch. Nein, doch, kein Absatz. Kitashavili. Oh, der war zu viel. Oh. Ja. Oh.
Ja, vielleicht will man es wirklich zu viel. So ist das Arsch. Oh, da war schon der Pass, Tinelli. Nein, jetzt reicht's weiter. Oh, wichtig. Oh, der war auch herrlich. Und er macht da Stöger Ausgleich. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So, er hat mir zu viele Chancen vergeben. War zwar präsent, aber konnte sich heute nicht wirklich ganz durchsetzen. Das Wunderkind. Oh. Alter, gescheißen, Alter, was war das, Alter? Und es ist wieder Grozurek auf Rebic. Ganz wichtige Antwort jetzt. Alter. Ja, er kommt immer besser bei Sturm in Fahrt. Oh. Spektakulär kann man auch fallen. War schon. Scheiße. So, Hohenbohlen wird aus dem Spiel genommen. Auch viel gearbeitet. Ja, 10 Minuten geht's noch. Oh mein Gott, und dann macht man sowas. Ja, Yes! das war dummer. Dummer wird bestraft. Lincoln City Turucha mit dem Ausgleich. Ja, aber sie haben es auch verdient. Also sie spielen gut mit. Ich glaube, Wechsel hat man keinen mehr. Ja, man hier schon und man wird es auch noch ausnutzen. Das ist die Frage, kann Sturm sich jetzt hier noch in der regulären Spielzeit durchsetzen? Oder Und Linker ich höre dich City? immer leiser. Ja, aber dafür kann ich nichts.
der war schon. Oh mein Gott. Oh. Das wäre was gewesen, wenn der Torwart jetzt drüber geflogen wäre. Das war nix. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Oh. Ja. Wow. Boah. Geht nach Graz. Na dann auf nach Graz. Hier die Highlights noch von dem ersten Spiel. Und ich muss sagen, ich bin überrascht vom Auftreten von Linking City. Hat hier zweimal gut Herz bewiesen, hat sich hier zurückgefightet. Und Rebic kann man diesmal nicht vorwerfen, dass er sich nicht gezeigt hat. Ja, Stöger hat die Wende gebracht. Kann man sagen, Stöger und Uca, die zwei haben gestochen. Und hier fantastisch Rebic vorbeigeschummelt noch. Ganz knapp, da sieht man, wie knapp das war. Ja, das alles in Sekunden. Ja, danken muss man natürlich aber auch den Goalie dann von Lincoln City jetzt zum Schluss bei dieser Rebic-Aktion, wo er allein aufs Tor gelaufen ist. Dass er die wirklich sehr gut noch rausgezogen hat. Und hier 81. Ganz toll. Das hat Linking City die Tür zum Rückspiel geöffnet, kann man sagen. Genau. Und da geht es jetzt gleich nahtlos weiter. Ihr könnt dranbleiben. Aber ihr müsst nicht. Aber ihr müsst euch. Könnt auch gehen, wenn ihr wollt. Schreibt euch. Für alle, ich wollte es nicht so sagen. Für all diejenigen, die nicht mehr bleiben wollen. Ciao, Baba. Und voll nett. Für alle, die bleiben wollen, macht euch auf ein hoffentlich spannendes zweites Match gefasst in Graz. Auswärtspunkte haben sie ja. Jetzt nur die Frage, ändert man was? Und ich glaube, man ändert wirklich was. Na gut. Ah, ich höre dich total leise. Was soll denn?
Okay. Oh, ist wirklich brutal. Ich höre dich immer. Ah, danke. Ach so, ja, Fürs Entschuldigung. Einstellen lassen. Passt. So, jetzt neu in der Startformation. Gib mir Metzes. Mike Bowen. Ja, Ginelli hat auch schon Chancen im Hinspiel gehabt. Ja, der ist auch sehr auffällig. Ja, das muss ich auch sagen. Und der war nicht dabei im Let's Play. Der ist ganz neu. Ah, das war nix. Jawohl! Na geh schlecht, dich, Alter. Da möchte ich sehen, was da jetzt war, Alter. Das. Geh komm, Alter. Der ist zum. Eh zum Kopf. Ohohoho! Alter! Bist du behindert, Schiri? Oh, das ist uncool, Alter. Yes. Frei zum Kopfball gekommen, nichts passiert, Alter. Das packe ich echt nicht jetzt. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt sehr bitter für Lincoln City. Sturm daheim mit Hilfe des Schiedsrichters in Führung. Okay, nicht. Und hätte in ein Loch eine Springer. Hast du das gehört? Das war, glaube Ja. ich, vor ein paar Wochen. Habe ich nicht gesehen, ne?
Ja, ist eine gute Antwort gewesen jetzt von Lincoln City auf diesen fehlerhaften Elferpfiff. Hacking denn noch? Oh. Der will nachlegen. Wenn ich wusste, dass ich da noch so zum Ball kommen und gehen kann, wäre ich gegangen. Ah, dann geht keiner an. Ah. Harry Anderson ist bei Lincoln City nicht glücklich gewesen im Let's Play. Hier zeigt er aber, was er wert ist. Ja, somit hat zumindest in Lincoln City die Auswärtstore schon erreicht. Interessant wird es, wenn das auch 2:2 ausgeht. Muss es erstmal 2:2 ausgehen. Ups. Oh. Ja, sollte wirklich Lincoln City nochmal treffen, dann braucht Sturm 3 Tore mindestens jetzt. Ja, und da zeigt Rebic seine Klasse einmal. Ah, aber das hat er verkackt. Da war er nervös anscheinend. Achso, der Ja, und Kennedy Wartungsverstecke. hat dann auch den Fuß dazwischen. Ja, die Umstellungen haben sich bis jetzt bezahlt gemacht. Harry Anderson zeigt viel mehr als Lovrencic. Oh ja. Bitte? Das kannst du laut sagen. Oh, schön. Ja, das war auch schön. Oh. Ah, schade. Das hätte er vielleicht selber machen müssen. Naja, dann müssen wir, weil er kann auch nicht beschützen eigentlich. Ja. Aber jetzt kommt die Möglichkeit hier. Oh, schön kombiniert. Aber jetzt stehe ich hinten links. Schön pink. Bostwick. Der Abwehrbulle.
Ja, schon gespielt. Oh, zu weit vorgelegt. Ohoho. Aber der Ball ist noch heiß. Schmiedebach. Oh, viel zu erfolgt. Ah, da läuft keiner mit jetzt. Da schon? Oh nein, das gibt's ja nicht. Nein, 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 das war nix, das war nix. Okay, war das erste auch nix, also. Kinder. Oh. Oh, schön pink. Pink! Ah. Zehn Minuten noch und man muss jetzt sagen, jetzt hat Sturm Graz sich wirklich gefangen und da wirklich auf dieses Tor gespielt. Ja, man hat auch gemerkt, Linken in City geht schon langsam die Luft aus. Ja, erste Halbzeit viel Gas gegeben. Schön. Oh. 87. Spielminute. Schuhe verletzt. Oh, Entschuldigung. Oh, das. Ich dachte. War uncool. Das stimmt. Tut mir sehr, sehr leid. Ah, ich habe keine Wechsel sogar mehr. Oh, Scheiße, es ist doppelt. Das ist super, Alter. Fake. Alter. Das ist, Alter, das ist eine uncoole Störung gewesen jetzt. Nein, er schießt nicht. Nein, das wird die Chance gewinnen. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh. Oh, ganz wichtig. Okay.
Ich glaube, jetzt geht's ins Golden Goal. Bitte? Jetzt geht's ins Golden Goal. Jetzt kommt man nicht drum weg. Also Leute, wenn jetzt noch immer dranbleiben wollt. Das heißt, jetzt machen wir gleich unsere Wechsel, so wie sie waren, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, jetzt in der Pause muss man sich Schules Verletzung anschauen und gleich schnell auskurieren. Ja. Das hat einen Krampf. Aber schwer zu sagen, wer hätte sich jetzt dieses Duell mehr verdient. Finde ich jetzt. Weil erste Halbzeit war Lincoln City doch sehr stark, aber der geschenkte Elfer jetzt wieder hat das bisschen das Spiel von Sturm zerstört. Aber die haben doch dann die zweite Halbzeit wirklich dominiert, kann man sagen. So shit, wir waren als Dritter also, drinnen. Oh Gott. Ah ja. Da war Janča. Ja. Er war drinnen. Pink war da. Fußball, ich glaube, das passt jetzt so. Ja, Lincoln City wäre der fünfte Zweitligist. Ja, Sturm Graz ist eigentlich auch, glaube ich, einer der letzten zwei oder drei Bundesligisten, die sich noch reinspielen können. Na gut, also wir spielen jetzt in okay. Deutschland. In Deutschland. Haben wir sich in der Mitte getroffen. Oh, das ist ein Stück. Oder? Ja. Peter Schul. Ah, der kommt nicht durch. Oh ja, der kommt durch. Rebic. Oh. Aber billig. Und er war ganz gut. Oh, oh. Wichtig. Ich glaube, da haben sie sich jetzt nicht zusammengeredet werden kriegt. Na. Boah, der war schon. Ja, ah, schade. Der schießt nicht. Ist weg. Wichtig. Oh, der war auch noch wichtig. Oh. Oh, ich wollte gar nicht Pause anmelden. Nein! Oh. Der Wichser hat das absichtlich gemacht. Der hat das absichtlich gemacht, der Wichser. Der Wichser hat das absichtlich gemacht. War Spendelhofer? Na, der, warum haben sie ihn hintergehauen?
Ich wollte richtig gerade schießen. Oh. Scheiße. Nein. Somit ist Lincoln City in einem wahren Krimi weiter. Utscha. Wie du richtig sagst, beide haben es sich verdient. Ja, Leute, wir verlassen hier. Warte, vielleicht sehen wir noch die Zusammenfassung von dem Tor als Abschluss. Das sind wir uns Fans schuldig. Danke. So, Leute, wir verabschieden uns jetzt hier. Ja, von einem sehr guten Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Baba.